So, legen wir los. Herzlich willkommen zu dieser außerordentlichen Pressekonferenz am Montagmittag. Ich darf den Vorstandsvorsitzenden Karl Jarchow und Sportdirektor Oliver Kreuzer begrüßen und als Protagonisten des heutigen Tages natürlich den neuen Cheftrainer Mirko Slomka. Mirko, herzlich willkommen in Hamburg von meiner Seite. Aber das erste Wort deiner Adresse gebührt natürlich auch dem Vorsitzenden Karl Jarchow. Bitte, der HSV hat einen neuen Trainer mit Mirko Slomka. Vielen Dank, meine Damen und Herren, in der Tat. Ich freue mich, Ihnen hier heute Mirko Slomka als neuen Trainer des Hamburger Sportvereins vorstellen zu können. Ich weiß, dass es für den einen oder anderen von Ihnen keine Überraschung ist. Ich möchte aber betonen, dass wir wirklich erst gestern mit Mirko Slomka und seinem Berater angefangen haben zu verhandeln. Es freut mich sehr, dass es gelungen ist, diese Verhandlungen so schnell zu führen, dass wir heute, denn ich glaube, in unserer jetzigen Situation ist es äußerst notwendig und wichtig, dass wir handlungsfähig sind und auch möglichst schnell der neue Trainer die Chance hat, mit der Mannschaft anzufangen zu arbeiten. Insofern freue ich mich, dass es so schnell geklappt hat, dass wir Ihnen Herrn Slomka heute hier präsentieren können. Wir haben als Vorstand einen hervorragenden Eindruck von unserem neuen Trainer. Wir haben das Vertrauen, dass wir mit ihm die Chance, die noch da ist, aus der misslichen Situation, in der wir uns im Moment befinden, herauszukommen. Das ist das Hauptziel. Alles andere ist nebensächlich im Moment. Wir sind total fokussiert auf die Aufgabe, jetzt möglichst schnell von dem Tabellenplatz, auf dem wir uns im Moment befinden, wegzukommen. Wir sind sicher, dass mit dem neuen Team wir eine echte Chance hier haben und die wollen wir ergreifen. Vielen Dank. Danke, Karl Jarchow. Oliver, warum wolltest du Mirko Slomka unbedingt haben für den HSV? Jetzt erstmal auch von mir, Mirko, willkommen hier in Hamburg. Ja, in der Situation, in der wir uns momentan befinden, war es, glaube ich, wichtig, dass wir jemand finden, der in einer ähnlichen Situation schon mal war, der diese Situation kennt. Und jeder weiß, dass Mirko damals in Hannover bei seinem letzten Arbeitgeber auch in einer sehr, sehr schwierigen Situation war und diese Mannschaft damals mit einem Kraftakt wirklich vor dem Abstieg rettete. Und das war im Prinzip das Hauptargument. Ich schätze Mirko als Trainer, auch als Menschen, und ich traue ihm zu, in dieser doch relativ kurzen Zeit, es verbleiben noch 13 Spiele, dass er da die nötigen Impulse setzen kann, die Mannschaft erreicht, einen gewissen Stellschrauben dreht, um dass wir wirklich diese Punkte einfahren, um letztendlich den Klassenerhalt zu sichern. Danke dir. Mirko, du bist ja seit gestern Abend schon in Hamburg, hast schon ein paar Gespräche führen können, hast ein paar erste Eindrücke gewinnen können. Vielleicht magst du mitteilen, wie die sind und wie jetzt die ersten Schritte sein werden, die du gehen wirst, um den HSV aus dieser misslichen Lage zu bringen, die Karl Jarchow auch gerade schon angesprochen hat. Bitte sehr. Ja, vielen Dank und einen schönen guten Tag an Sie. Ich freue mich natürlich sehr auf diese Aufgabe hier beim HSV in Hamburg. Ist ja, wie Sie alle wissen, viel besser wissen als ich, ein großartiger Verein, auch mit einer tollen Mannschaft. Und wie ich gerade in den letzten Stunden feststellen durfte, mit sehr kompetenten, durchweg kompetenten Gesprächspartnern in den Verhandlungsgesprächen. Das hat große Freude gemacht, die zuständigen Personen kennenzulernen aus dem Vorstand. Es hat große Freude gemacht, die Gespräche, die Analysen zu tätigen und insbesondere natürlich auch die Lage der Mannschaft zu analysieren. Und ich glaube, wir sind uns alle darüber einig geworden, dass wir unbedingt und alle daran ziehen und zerren werden, diese Lage für den Verein zu verändern. Und das ist unser Hauptjob, den wir hier haben. Und dementsprechend bin ich natürlich auch gestern in der Stadt geblieben. Bin jetzt erstmal auch dann privat untergekommen, werde natürlich schnellstmöglich auch eine Wohnung beziehen hier und in Hamburg bleiben. Ich habe ja gehört, dass Hamburg eine der schönsten, wenn nicht die schönste Stadt in Deutschland sein soll. Ich bin gespannt, was du mir so zeigst. Und wenn wir noch dafür sorgen können, dass diese Mannschaft in der Bundesliga bleibt, dass wir das Ziel, was wir vor Augen haben, nicht aus den Augen verlieren, sondern dranbleiben, drinbleiben, dranbleiben, mit guter Leistung drinbleiben in der Liga. Ich glaube, dann können wir auch
für eine neue Saison gut planen. Aber jetzt gilt das Hauptaugenmerk natürlich nur der Mannschaft, nur dem Fußball. Und entsprechend habe ich mich heute Morgen dann natürlich auch gleich mit meinem Stab um mich herum getroffen. Alle Mitarbeiter waren heute Morgen schon hier. Wir haben die ersten wesentlichen Eckpunkte besprochen. Die Dinge, die ich vielleicht anders mache als meine Vorgänger, die Dinge, die wir auf den Weg bringen wollen, die Stimmung, die wir in unserer Kabine haben möchten, all das haben wir heute Morgen diskutiert, ein paar Dinge auf den Weg gebracht, was Organisation angeht. Und jetzt gilt es mit der Mannschaft heute, die ja gestern einen freien Tag hatte, in diese Woche gut reinzukommen, einen guten Auftakt zu haben, um dann in den nächsten Tagen, Dienstag und Mittwoch, auch mit die zwei Trainingseinheiten dann die Spieler kennenzulernen, leichte taktische Maßnahmen vielleicht zu ergreifen, um dann am Samstag eine richtig gute Partie für uns alle, für die Fans, für Sie, für uns, für die Mannschaft, für die Stadt gegen Borussia Dortmund zu zeigen. Ich freue mich auf diese großartige Herausforderung und freue mich auf eine, ja, wenn hoffentlich möglich, sehr offene Zusammenarbeit mit Ihnen. Vielen Dank. Danke, Mirko. Ich darf jetzt um Fragen bitten. Wolfgang. Mirko, seit wann konnten Sie davon ausgehen, dass Sie HSV-Trainer werden? Und die zweite Frage, vielleicht ein paar Worte zu Ihrem Team. Sie sagen, Sie haben mit Ihrem Team besprochen. Wie sieht das aus? Ja, zunächst mal haben wir eigentlich die Gespräche nur gestern gehabt. Und deswegen habe ich das anfangs auch so betont, dass das natürlich nur funktionieren kann, wenn man durchweg mit kompetenten Persönlichkeiten spricht. Sonst würde das viel länger dauern. Und das war schon mal der erste wesentliche Schritt, diesen Vertrag unterzeichnen zu können. Also gestern der Tag war ja intensiv, lang. Ich habe schon lange keine Pizza mehr gegessen. Gestern war es soweit. Und ja, wir haben alles erledigt gestern. Wie gesagt, in einem langen Tag zwar, aber wir haben natürlich auch viel besprochen, was die Mannschaft angeht, viel besprochen, was den Verein angeht. Und das Team um mich herum besteht eigentlich fast aus dem alten Team. Ich habe einen Assistenten, Ernestor El Maestro, mitgebracht, mit dem ich schon seit meiner Schalke-Zeit zusammenarbeite. Und er ist natürlich eine Vertrauensperson für mich. Und alle anderen Mitarbeiter, soweit mein jetziger Eindruck, sind klasse ausgebildet. Und sollte es hier oder da noch Veränderungen geben, muss man das im Sommer vielleicht besprechen. Aber jetzt aktuell gilt es, sich auf das Team zu konzentrieren, auf die Mannschaft zu konzentrieren. Und da braucht man Personen um sich herum, die erstens mal auch die Spieler und die Persönlichkeiten der Spieler kennen und zum Zweiten auch wissen, wie man hier in Hamburg mit dieser Mannschaft umzugehen hat. Natürlich werde ich die Akzente setzen, aber ich vertraue auf dieses Team, weil ich glaube, dass sie auch ausgewählt sind vom HSV, um diese Mannschaft voranzubringen und Experten sind für den Fußball. Thorsten, bitte. Thorsten Vorbau, NDR. Herr Slomka, haben Sie nicht eine Sekunde gezögert, als der Anruf kam? Ist ja schon Himmelfahrtskommando. Ich habe eingangs ja erwähnt, dass der HSV natürlich für ganz Deutschland eigentlich zu den Top 5 gehören sollte. Und ich finde es eine irre spannende Herausforderung, das hinzubekommen, zunächst mal vielleicht diese zwei Plätze, die man ja benötigt in der Tabelle, um die Klasse zu halten, zu erarbeiten, um dann auch zu zeigen, dass man ein großer Verein ist, ein Verein ist, der Visionen hat, denn ohne Visionen geht es nicht. Aber zugleich wusste ich natürlich auch, dass es ein sehr intensiver Job wird in den nächsten Wochen und Monaten, aber deswegen bin ich Trainer und deswegen freue ich mich umso mehr. Bitte, Alexander. Herr Slomka, Sie haben gesagt, dass der HSV über eine tolle Mannschaft verfügt. Trotzdem, viele Punkte sind ja nicht rausgesprungen. Was hat der Mannschaft denn gefehlt in den letzten Wochen, Monaten? Ja, dieser Blick von außen, den man jetzt vielleicht auf diese Mannschaft richtet, der ist sicherlich nicht angebracht jetzt. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt auch mal der Mannschaft und uns als Trainerteam, als jetzt neu zusammengestelltes Trainerteam, ein zusammenwachsendes Team, die Möglichkeit geben, diese Mannschaft vielleicht hier und da in Kleinigkeiten anders aufzustellen, zu formieren, leichte taktische Maßnahmen einzuleiten
und ansonsten natürlich auch die Stärken dieser Mannschaft herauskehren. Ja, wir denken immer darüber nach, welche Schwächen muss ich vielleicht bearbeiten, um Fehler zu vermeiden. Ich habe einen anderen Ansatz. Ich sage, dass diese Spieler, die hier im Kader sind, sehr wohl ausgewählt sind, worden sind für den Hamburger SV. Und das heißt ja auch, ausgewählt sind für einen guten Weg in der Bundesliga. Das heißt, diese Spieler haben ihre Stärken und diese wollen wir jetzt herauskitzeln, um diesen Schritt Bundesliga-Klassenerhalt zu schaffen, durchzuziehen. Ja, und der Blick von außen wird nicht gut tun. Ich habe jetzt allerdings gesehen, das sage ich auch offen, in Braunschweig eine Mannschaft, die leidenschaftlich, finde ich, über weite Strecken des Spiels gearbeitet, gekämpft, gefightet hat. Ja, weil man auch einen Gegner hatte, der das natürlich tun musste. Ein bisschen ist vielleicht die fußballerische Klasse auf dem Weg geblieben, aber eine Mannschaft, die so leidenschaftlich auf dem Platz steht, die hat es verdient, diese Klasse zu halten. Und das ist unser aller ganz, ganz großes Ziel, dass wir nicht nur diese Kampfbereitschaft, diesen Fight annehmen im Klassenerhalt, sondern auch noch die Qualität jedes Einzelnen in dieser Mannschaft einfließen lassen. Kai, bitte. Sie haben ja eben gesagt, dass hier links. Hallo. Sie haben ja eben gesagt, dass Sie kleine taktische Dinge vielleicht ändern wollen würden. Können Sie jetzt schon 6 Tage vor dem Spiel gegen Dortmund sagen, was Ihnen taktisch vorschwebt, ob Sie ein Lieblingssystem haben oder nicht? Sie kennen ja die HSV-Mannschaft, auch wenn Sie sie nicht so intensiv kennen, wie Sie jetzt kennenlernen werden. Also ich hoffe mal nicht, dass Sie jetzt von mir die Aufstellung verlangen für Samstag. Davon gehe ich jetzt, hätten Sie auch gerne, glaube ich. Nein, nein. Also wir haben uns gestern ja auch lange Zeit genommen, über die Mannschaft zu sprechen. Und natürlich ist eine Mannschaft auch zusammengestellt in einer Formation für eine taktische Ausrichtung. Und die ist beim HSV relativ eindeutig, wie ich finde, relativ eindeutig, weil man ja sehr viele gute, schnelle, offensive äußere Mittelfeldspieler hat, vielleicht etwas weniger zentrale Stürmer, wobei daran kann man sicherlich auch noch ein bisschen schrauben. Ja, man hat sicherlich sehr kampfbereite Sechser in dem Team und wenn Sie mich ein bisschen verfolgt haben in den letzten Jahren, sei es jetzt bei Schalke oder auch bei Hannover, dann bin ich ja eher ein Freund von einer Doppelsechs. Ja, und ich glaube, dass dieser Kader dafür zusammengestellt ist, auch so zu spielen, aber im Abstiegskampf muss es auch mal vielleicht Überraschungen geben. Und manchmal ist es gut, den Spielern eine neue Aufgabe auf den Weg zu geben, um an die normal täglichen Dinge nicht mehr denken zu können. Also eine neue taktische Aufgabe bedeutet ja auch, ich muss mir Gedanken machen als Spieler, wie sieht meine Aufgabe auch aus? Und das ist natürlich auch eine Aufgabe für uns im Trainerstab, diese Spieler darauf zu fokussieren, wie ihre Rolle auf dem Platz auszusehen hat, um möglichst weniger Gegentore zu kassieren, aber auch, um nach vorne hin klare Signale zu setzen in Richtung Torchancen und Toren und damit hoffentlich auch Punkten. Da war, glaube ich, auch noch eine Meldung, habe ich gesehen. Naja, wir arbeiten hier drüben ab und dann kommen wir rüber. Jörg Marwedel, Kai-Uwe Hesse, Tim Tonder. Hallo Herr Slomka, Tim Tonder, Sportschau und Sportclub. Sie scheinen voller Tatendrang und es gibt ja auch eine Menge zu tun. Hätten Sie am liebsten heute Morgen um 10 schon losgelegt? Ja, nee. Also es ist jetzt gut gewesen, diesen Morgen dafür zu nutzen, um mit meinen Mitarbeitern zu reden, um erst einmal eine gewisse Struktur, wie ich zu arbeiten oder wie ich arbeiten möchte, in meine eigene Arbeitswelt hineinzutragen. Das war gut. Alle kennenzulernen, das Gespräch zu suchen. Oliver Kreuzer war natürlich auch dabei und Herr Jarchow ist mal vorbeigekommen und hat mal geguckt, wie ist das Gespräch. Es ist auch gut so, dass man erst einmal den Kontakt hat, erst mal sich alles anschaut, denn wie Sie vielleicht nicht wissen, ist es doch sehr verwinkelt beim HSV, auch wenn man sich die Kabinen anschaut. Und da muss man natürlich erst mal gucken, wie läuft die Organisation und was kann man vielleicht da schon auch verändern. Und deswegen bin ich grundsätzlich froh, dass ich jetzt heute Nachmittag die Mannschaft um mich herum habe und werde ja dann in den nächsten 2 Tagen ganz besonders die Gelegenheit haben, sie 2-mal am Tag zu sehen. Und das ist auch gut so.
vielleicht für Sie als kleiner Hinweis, weil die Frage wird möglicherweise kommen, gibt es irgendwie ein nicht öffentliches Training? Das würde ich auch gerne gleich ausräumen, weil die Diskussion ist eigentlich oftmals unnötig. Wir werden nur ein nicht öffentliches Training absolvieren. Das wird das Abschlusstraining sein am Freitag. Nicht, weil ich Sie nicht sehen möchte, sondern weil ich einfach glaube, dass die Spieler an so einem Tag ihre Ruhe brauchen. Ansonsten können Sie uns gerne beobachten. Es gibt vielleicht hin und wieder eine Ausnahme, wenn wir nämlich unser Kraftpotenzial erweitern wollen im Kraftraum. Da kann ich Sie dann leider nicht reinlassen. Aber sonst sind Sie gern gesehene Gäste am Platz. Herr Slomka, Sonnleitner, freier Journalist, hallo. Wo? Hier bin ich. Okay. Die Frage bitte nochmal nach der Vertragslaufzeit und ob der Vertrag auch für die zweite Liga gültig wäre. Ja, also zunächst mal befassen wir uns ja jetzt aktuell, ich als Trainer sowieso nicht mit der zweiten Liga. Aber es wäre natürlich blauäugig, wenn man den Blick auf die Tabelle richtet, nicht an die zweite Liga zu denken. Sei es jetzt auf der Ebene des Vorstandes oder auf der sportlichen Ebene. Und deswegen haben wir uns auch natürlich darüber unterhalten. Und ich gehe davon aus, dass wir die Klasse halten. Wenn nicht, bin ich natürlich auch bereit, für die zweite Liga, für den HSV zu arbeiten und sie wieder zurückzuführen in die Bundesliga. Das ist aber überhaupt nicht mein Thema. Aktuell. Und so soll es auch bleiben. Also heißt, Stand jetzt gilt der Vertrag bis zum Saisonende, oder? Stand jetzt gilt der Vertrag bis 2016. Genau. Kai-Uwe, bitte. Erstens ist auffällig, Sie haben gleich ein Signal auf dem Podium gesetzt, statt Anzug, Trainingsbekleidung, kommt rüber. Und das Zweite, okay. Sie haben gesagt, einige Tage wollen Sie zweimal trainieren. Können Sie ein bisschen was sagen, wie der Umfang des Programms in den nächsten Tagen aussehen wird? Ja, wie gesagt, wir werden heute um 15 Uhr die erste Einheit absolvieren auf dem Trainingsplatz. Vorab natürlich mit der Mannschaft besprechen, also es kann auch vielleicht ein paar Minuten länger dauern. Wir werden morgen um 10 Uhr und um 15 Uhr trainieren, genauso auch am Mittwoch um 10 und um 15 Uhr. Und werden dann am Donnerstag um 15 Uhr trainieren, also am Nachmittag, damit wir schon auch ein bisschen uns, was die Zeit angeht, auf das Samstagspiel vorbereiten, genauso auch am Freitag. Herr Slomka? Jörg. Also Dienstag, Mittwoch zweimal, Donnerstag, Freitag je einmal. Ja, Herr Slomka, Sie haben im Januar 2010 bei Hannover 96 damals angefangen. Und da haben Sie eigentlich noch mal ein komplettes Vorbereitungsprogramm gemacht. Und da, woher wissen Sie das? Weil ich das gesehen habe. Beziehungsweise Sie haben es auch erzählt. Dann haben Sie die ersten 6 Spiele verloren, weil die Mannschaft erstmal sehr schwere Beine hatte. Sowas können Sie wahrscheinlich jetzt beim HSV nicht machen, obwohl der Zustand auch, sagen wir mal, zu diskussionswürdig ist. Sie haben jetzt 3 Spiele weniger als damals bei Hannover. Wie werden Sie das angehen, diese Fitnessgeschichte? Also die Fitness ist natürlich erstmal eine Grundvoraussetzung. Aber ich hatte jetzt in den letzten Spielen des HSV nicht den Eindruck, dass die Mannschaft nicht fit ist, ganz im Gegenteil. Ich habe ja gerade das Braunschweig-Spiel erwähnt, aber auch die anderen Spiele, das hat sicherlich nichts mit Fitness zu tun. Und glauben Sie mir, jede Bundesligamannschaft ist sicherlich in der Lage, 90 Minuten über 120 Kilometer gemeinsam zu laufen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Und das ist auch sicher nicht das Thema beim HSV. Bei Hannover war es eine ganz spezielle Situation, weil die Mannschaft ja mehrere Wochen aufgrund des Todes von Robert Enke gar nicht trainieren konnte. Also die Situation war speziell und völlig anders als jetzt hier. Hier geht es darum, finde ich, an kleinen Stellschrauben zu drehen. Alle meine Vorgänger, gerade die beiden Vorgänger in dieser Saison, waren sicherlich hervorragende Trainer auf ihre Weise. Ja, und manchmal ist es so, dass es nicht funktioniert, nicht mehr funktioniert. So war es ja bei mir letztendlich auch. Und jetzt gilt es, diese Mannschaft wieder so aufzustellen und einzustellen, dass sie einen anderen Gang wählt auf dem Platz. Hoffentlich einen erfolgreichen. Aber mit Fitness hat das nichts zu tun. Aber es ist eine Grundvoraussetzung, dass wir daran arbeiten, dass wir daran weiterarbeiten. Aber viel wichtiger ist es jetzt gerade, die richtigen Konzepte auf dem Platz zu haben, um der Mannschaft wieder
das Erfolgsgehen einzuhauchen. Simon, bitte. Herr Slomka, haben Sie vor, mit Ihrem Vorgänger Bert van Marwijk nochmal zu sprechen, so eine kleine Übergabe zu machen, oder gehen Sie komplett unvoreingenommen an die Sache heran? Da ich jetzt den Bert van Marwijk nicht so gut kenne, ja, und wir eigentlich sonst auch nie Kontakt hatten, würde ich jetzt diesen Anruf nicht wählen, obwohl ich ihn sehr schätze. Ich habe ja die WM auch verfolgt, als er Vize-Weltmeister geworden ist mit seiner Mannschaft. Und es ist insofern auch nicht unbedingt notwendig, weil ich ja einige Mitarbeiter aus seinem Stab auch bei mir jetzt noch dabei habe. Und ich glaube, dass der Informationsfluss da sehr gut funktioniert hat und ich die notwendigen, hinreichenden Infos dann bekommen werde. Markus, bitte. Herr Jaschow, eine Frage an Sie. Ich bin hier rechts von Ihnen außen. okay. Wir haben uns ja schon gesehen heute. Stimmt. Finanziell ist der HSV nicht zwingend auf Rosen gebettet. Jetzt ist Herr Fink weg, jetzt ist Herr van Marwijk weg, Herr Slomka ist da. Reißt das irgendwie noch ein größeres Loch? Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Naja, natürlich haben wir in unserem Budget für die Saison nicht damit geplant, 3 Trainer zu haben. Da haben Sie vollkommen recht. Insofern ist das natürlich eine finanzielle Kraftanstrengung auch für uns, die zwar machbar ist, aber die A, nicht eingeplant war und wir auch gerne uns erspart hätten, wenn es sportlich anders gelaufen wäre. Wir werden das hinkriegen, das ist keine Frage, aber wir müssen dann eben in anderen Bereichen sicherlich, wir haben ja auch Zusatzeinnahmen gehabt in dieser Saison, darf man nicht verkennen, aber wir müssen uns weiterhin natürlich wirtschaftlich an die Decke strecken, das ist so. Bitte sehr. Herr Slomka, wir Journalisten sagen oft, dass man mal als Trainer ein halbes Jahr braucht, um rauszukommen und mal durchzuschnaufen. Jetzt ist ja der Fall ein bisschen anders. Ganz so lange ist nicht vergangen, seitdem Sie in Hannover ausgeschieden sind. Hat die Zeit gereicht? Ist es ein ganz spezieller Fall hier? Muss man sich das vielleicht so erklären, dass wenn der HSV anruft, dass man dann sagt, das ist ein absoluter Traumjob? Oder wie ist es bei Ihnen gelaufen? Also Sie kennen mich ja gut genug aus Hannover. Insofern wissen Sie auch, dass ich immer in Hannover auch versucht habe, mir ein bisschen die Möglichkeit zu erhalten, auch mal abzuschweifen durch sportliche eigene Aktivitäten, um zur Ruhe zu kommen. Und das war in den letzten Wochen jetzt auch so. Ja, ich habe diesen kurzen Moment intensiv genutzt mit meiner Familie. Aber natürlich sucht man als Trainer immer nach der Herausforderung, nach der neuen Möglichkeit. Und wenn ein Verein wie der Hamburger SV mich kontaktiert, dann will man sofort wieder einsteigen und will sofort auch die Mannschaft kennenlernen und an die Arbeit gehen. Insofern habe ich von vornherein gesagt, insbesondere auch, weil ich ja jetzt nicht ausgelaugt war, ja, nach fast vier Jahren Hannover, sondern ich war ja voller Tatendrang und wollte was erreichen. Und ich habe damals schon in Hannover gesagt, für mich ist internationaler Fußball das Ziel, weil ich da immer eine unglaubliche Leidenschaft bei der Mannschaft gesehen habe, bei dem ganzen Verein gesehen habe, wenn man auf Reisen ist. Ja, und deswegen war es für mich nie eine Diskussion, nie eine Frage zu sagen, ich brauche noch länger Pause, ich kann diesen Job nicht annehmen. Ganz im Gegenteil. Tim, bitte. Herr Slomka, nach dem Hertha-Spiel haben einige Spieler davon gesprochen, dass sie Angst hätten. Also sie wirken ja auch verunsichert, die Mannschaft meine ich jetzt. Ihr Vorgänger Bert van Marwijk hat immer gesagt, so Psychologie, das sei nicht so sein Ding. Wie sehr sind Sie jetzt als Psychologe gefragt? Ich glaube, dass die Mannschaft aktuell natürlich auch durch die vielen Wechsel im Trainerbereich in dieser Saison sehr viele neue Gesichter kennengelernt hat. Jetzt mich, jetzt meinen neuen Assistenten, eine neue Arbeitsweise. Und ich glaube, dass die Prozesse, wir bezeichnen uns ja alle ein bisschen als Hobbypsychologen, ja, ich glaube, dass es wichtig ist, jetzt andere Prozesse anzustoßen, ohne jetzt ganz tief einzusteigen in die Psyche eines Spielers. Und manchmal ist es ja ein kleiner Schalter, den man umlegen muss, dann läuft das, dann funktionieren die Abläufe, dann hat man Selbstvertrauen, dann ist der Wille wieder noch stärker geworden. Das Engagement sieht man sowieso bei der Mannschaft, auch wenn ich jetzt gerade da war und schon den Raphael van der Vaart gesehen habe, wie er sich behandeln lässt, wie er sagt, Trainer, vielleicht schaffe ich es früher wieder zurückzukehren. Er ist ja verletzt, wie Sie vielleicht auch wissen. Und das zeigt mir einfach, dass es nur Kleinigkeiten sind, die uns hoffentlich dann wieder auf den Erfolgsweg bringen.
die Qualität hat die Mannschaft, die ist toll zusammengestellt und jetzt hoffen wir, dass wir alle gesund bleiben und mit dieser Mannschaft erfolgreich in der Bundesliga bleiben können. Ja, das Mikro ist schon hinter dir. Alexander, fang an, dann komm. Herr Slomka, Sie haben ja eben gesagt, dass der HSV ein bisschen verwinkelt ist. Das betrifft ja nicht nur die Räumlichkeiten, sondern zuweilen auch die Strukturen. Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht? Haben Sie ein bisschen gezuckt? Soll ich mir das, oder wissen Sie, auf was Sie sich da einlassen? Ich habe das ja gestern ganz anders erlebt, wie ich vorher beschrieben habe. Ja? Also diese Verwinklung habe ich jetzt nur in der Kabine festgestellt, dass man erstmal gucken muss, wo geht es eigentlich lang und wo ist eigentlich was. Aber das habe ich jetzt nicht an dem gestrigen Tag festgestellt, sondern es war alles sehr zielgerichtet, orientiert darauf, dass man zusammenarbeiten möchte und wie gesagt, außerordentlich professionell in der gesamten Abwicklung. Und für mich ist nur wichtig, dass wir jetzt gemeinsam natürlich auch alle Verantwortlichen, nicht nur die sportlichen Verantwortlichen, gemeinsam an einem Strang ziehen, dranbleiben an dieser Mannschaft, sie immer wieder unterstützen in ihrer Arbeit. Und da habe ich überhaupt keine Bedenken, dass das für den Verein aktuell die wichtigste Aufgabe ist. Und die gehen wir auch gemeinsam an. Da ist das Mikro schon. Man kann es ja aus Ihren Worten heraushören. So, Ihr Credo jetzt in der Situation ist, positiv alle mitnehmen, kann man so sagen, oder? Ja, ich hoffe, dass ich das auch durchsetzen kann, ne? Klar. Also im Augenblick habe ich mir gegenüber auch nur Gesichter gesehen, die sagen, ja, ich will das auch. Ich will wieder, will positiv, ich will lachen, will Freude haben an meinem Beruf. Das ist ja deren Beruf, auch der Beruf der Jungs. Sie wollen auf dem Platz arbeiten, wir wollen sich messen mit anderen, im Training genauso wie auch im Wettkampf. Ja, und das ist jetzt wichtig, das zu beobachten im gesamten Trainingsprozess und natürlich auch am Samstag im Wettkampf gegen Borussia Dortmund diese Spieler kennenzulernen. Wie reagieren sie auf Ansagen, Ansprachen, wie reagieren sie auf den Platz, auf Erfolg- und Misserfolgserlebnisse? Das ist das Thema, ja. Und daran werden wir die Spieler messen und werden sie natürlich auch entsprechend dann für die nächste Partie einstimmen und einstellen. Ja, und auch deswegen ist es gut auch, ja, darf man auch mal sagen, dass wir jetzt gegen Borussia Dortmund spielen. Ein fantastischer Gegner am Samstag, um zu zeigen, hier ist Leben in dieser Mannschaft. Ja, und dass das Leben, dass diese Arena lebt, das habe ich in all den Partien auch gesehen, als es nicht so gut lief. Ja, und die Fans sind immer da gewesen, die standen immer hinter der Mannschaft. Vielleicht einmal sind sie ein bisschen früher gegangen, als es minus 12 Grad draußen hatte. Aber da muss man ja glücklich sein, dass alle da auch gekommen sind. Ja, also es war ja wirklich also Hundekälte, wenn ich das so mal sagen darf. Ja, und das ist dann natürlich auch vielleicht aufgrund dieser Situation ein bisschen schwierig gewesen. Aber die Unterstützung der Fans, glaube ich, und da bin ich auch sicher hier in Hamburg, ist da für dieses Team, für diese Mannschaft. Das brauchen wir und die Unterstützung von uns allen, die an dieser Mannschaft arbeiten, die an der Mannschaft nah dran sind, die ist sicherlich auch gegeben. Sie haben ja gesagt, dass Sie sich schnellstmöglichst eine Wohnung suchen wollen würden hier in Hamburg. Ich gehe aber richtig davon in der Annahme, dass Ihr Lebensmittelpunkt wahrscheinlich Hannover bleibt, oder? Wo Ihre Frau und Ihre Kinder... Das ist, wie Sie auch einen Lebensmittelpunkt beschreiben. Also ich glaube zunächst mal, dass Hamburg eine Stadt ist, in der man sehr gerne leben möchte. Ja? Es gibt... momentan natürlich die Situation, dass ich einen schulpflichtigen Sohn habe, der ist 9 Jahre alt. Ja, der ist jetzt gerade so im Umbruch, kommt jetzt in die 4. Klasse. Das wäre jetzt sehr unseriös, wenn ich ihn da rauszerren würde, das ist klar. Hannover ist jetzt nicht ganz so weit. Ich habe noch eine Tochter, die momentan ein halbes Jahr in Sydney ist. Insofern wird meine Familie öfter hier sein können. Ich sicherlich, wenn ich die Lage hier richtig bewerte und beurteile, selten nach Hause kommen. Und ich habe meinen Lebensmittelpunkt auch während meiner Zeit auf Schalke beispielsweise ja auch als Station Hannover gehabt. Aber wenn Sie auf den Spielplan von damals gucken mit Champions League und Bundesliga, da ist man selten da. Aber das ist klar geregelt in meiner Familie, klar besprochen. Das ist mein Beruf. Und so habe ich meine Frau kennen und ich hoffe auch lieben gelernt. Sehr schön. Sehr schön. Florian, bitte. Herr Slomka, Florian Rebin, Hamburger Morgenpost hier rechts. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Psychologen. Sie hatten ein tolles Interview von einem Kind heute in der Zeitung, habe ich. Ja.
Ja, ist das, gut. Das war ich aber nicht alleine, also wir sind mehr. Noch eine Frage zu dem psychologischen Aspekt. Sie haben ja in Hannover mit einem Psychologen zusammengearbeitet, dem Peter Boltersdorf. Auch hier beim HSV waren diese Persönlichkeitstests schon unter Van Marwijk ein Thema, wurden aber nie so wirklich umgesetzt. Habe ich das richtig verstanden, dass das erstmal für Sie aktuell kein Thema ist beim HSV? Also zunächst mal ist natürlich Peter Boltersdorf kein Psychologe, sondern ein Mentalcoach. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, das geht ja jetzt. Psychologie ist ja viel tiefgreifender noch. Hier geht es um Persönlichkeitsentwicklung und das Erkennen von Persönlichkeiten von Spielern. Aber Sie haben recht, aktuell ist es nicht angedacht. Aus den gerade erklärten Gründen, weil ich glaube, dass die Mannschaft momentan sehr viele unterschiedliche Gesichter hatte und Ansätze. Und ich glaube, jetzt sollten wir uns auf das Wesentliche, auf den Platz konzentrieren. So, ich glaube, wir kommen langsam dem Ende entgegen. Kai Schiller nochmal bitte. Ich hätte eine Frage zur Abwechslung an Herrn Jarchow. Ist ja ein bisschen was auch rund um die Trainerperson passiert gestern. Mittlerweile sind jetzt 5 Aufsichtsräte zurückgetreten. Wie würden Sie eigentlich die Lage des Vereins jetzt mal abgesehen von der Trainerposition bewerten? Das ist richtig. Wir haben zurzeit die Situation, dass der Aufsichtsrat aus mittlerweile nur noch 6 Personen besteht. Nach der Satzung ist das aber durchaus ausreichend, um als Gremium handlungsfähig zu sein. Mein Eindruck ist, das Gremium ist handlungsfähig. Der Beweis sitzt hier vorne. Wir haben gestern, ja, wie Herr Slomka schon gesagt hat, erst in den frühen Abendstunden sind wir ja erst fertig geworden mit den Verhandlungen. Wir haben das dann geschafft, dass auch dieses Gremium, Aufsichtsrat, die Beschlussvorlage des Vorstandes schnell abgehandelt hat. Darüber habe ich mich gefreut. Das brauchten wir auch. Ansonsten kann ich Ihnen nur sagen, nach meinem Wissen sind es 6 Aufsichtsräte. Ich bin in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Jens Meyer. Und alle weiteren Fragen, was dieses Gremium angeht oder interne Fragen an das Gremium, die müssen Sie Ihnen richten, da kann ich nichts zu sagen. Wir als Vorstand machen unsere Arbeit. Das haben wir bisher gemacht in den letzten Wochen. Das machen wir weiter. Wir haben genug um die Ohren. Wir haben in erster Linie uns darauf zu konzentrieren, dass dieser Worst-Case-Abstieg nicht eintritt und unsere anderen Dinge zu erledigen. Und davon können Sie ausgehen, dass wir das mit ganzer Kraft tun. Danke, Karl. Seine letzten beiden Fragen, Florian, und dann Philipp. Noch eine Frage, Herr Slomka. Sie treffen mit Johan Johu auf ein bekanntes Gesicht aus Hannover-Zeiten. Haben Sie zu ihm schon Kontakt aufgenommen oder ist Ihr erstes Gespräch mit der Mannschaft, das steht gleich erst an? Ja, das gilt eigentlich für alle. Ich spreche zunächst mal mit allen aus dem Team, wenn sie nachher dann in der Kabine sind. Und mit dem Joe werde ich natürlich dann nochmal besonders reden, weil wir kennen uns jetzt aus Hannover Zeiten. Ich habe ja den Heiko Westermann beispielsweise auch auf Schalke lange Zeit gehabt, habe ihn ja damals aus Bielefeld verpflichtet. Aber das Gespräch ergibt sich sicherlich dann auch heute oder in den nächsten Tagen. Ich bin gespannt, wie er die Situation hier persönlich für sich einschätzt und wie ich ihn auch unterstützen kann, dass er seine Leistung top abrufen kann. Philipp, bitte. Herr Slomka, hier bin ich. Ja. Einmal habe ich die Frage, Sie haben jetzt gesagt auf dem Podium, dass gestern erst verhandelt worden ist. Wann gab es den ersten Kontakt aber? Also ich hatte irgendwo in der Zeitung gelesen, dass Mittwoch schon es Kontaktaufnahmen gegeben hätte. Ja, es stand ja auch mittlerweile in der Zeitung gestern schon, dass alles klar ist. Und plötzlich klingelten alle Handys und keiner wusste genau, worum es eigentlich geht. Also man kann sagen, dass wir den gestrigen Tag dazu genutzt haben, um diese Vertragsgespräche abzuwickeln. Okay, vielen Dank, Mirko Slomka. Alles Gute für die kommenden Wochen. 2 kurze organisatorische Dinge noch. Mirko Slomka wird in ungefähr 5 Minuten nochmal runterkommen in den Innenraum der Arena, steht dort für Fotografen und Kamerateams zur Verfügung, dass sie ein paar Bilder noch machen können. Und dann werden wir hier die nächste Pressekonferenz haben am Donnerstag vor dem Training, wahrscheinlich 13:30, 14 Uhr. Da geben wir noch genaue Info. Schönen Dank, schönen Nachmittag. Mögen Sie noch einmal ein Stückchen bis jetzt noch mit Handyfotos heute.